Kannst du mal sterben? Okay. Da. Schätze, aus dem Job für Fink wird nichts. Moment noch! Ich hab Munition! Munition wäre gut. Also. Okay. So. Ja, erstmal die ganzen Leichen plündern. Hier hinten ist ja... Da ist nur was. So, wo muss ich hin davor wahrscheinlich? Ja. Zu dem... Hier ist doch der Laden vom Gin. So, dann gehen wir mal rein in den Bereich. In die Waffenschmiede. Jetzt müsste, theoretisch müsste jetzt liegen. Keine Maschinen, keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Oben? Ah, hier oben. So. Booker, da! Der Schrein! Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Hm. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier. Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen sehr gefährlich. Was denn unten bei Mrs. Lin? Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe! Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Die Werkstatt, okay. Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann, vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Na gut, dann nach Shantytown. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Ja. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. So eine gute Idee war. Nun, er sagt: Haha, mein Freund, was du tust, ist unbedeutend. Freund, du wirst für dumm verkauft. Und Freund, du bist nicht mehr dein Sklave. Aber das kann dir diesen Wichtigtour sagen. Sag, ich bin kein Sklave. Ich bin. Vielen Dank. Moment. Na dann. Okay, ein Fläschchen Salze. Bitte sehr. Oh.
Wo denn? Der Ball wirkt schon wieder auf mich. So. Gut. Hier. Hier. Was hast du jetzt wieder für einen Stress? So. Wo muss ich hin? Da rein. Okay. Was machst du? Du bist der Hebel. Hebel kann man ziehen. Warum auch nicht? Falls du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Ja, immer. Booker, hier. So, was habe ich hier? Okay. So. Ich habe Geld gefunden. Bitte. Ja, her damit. Geld ist immer gut. Ja, du gehst schon vor, oder? Ja. Schon wieder Aufzug fahren. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon Aufzug fahren bin in dem Spiel. Also wir sind jetzt so noch immer in der Parallelwelt. Freak. Oder so. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Tja, was ist hier jetzt los? Das ist es, was sie wollen. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt. Fink ist schuld am Zustand dieser Leute. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Wir könnten direkt zu der Polizeistation gehen. Oder wir sehen uns in der Bar um. Was meinst du? Bar? Wo Bar? Die direkte Story ist hier runter. Dann gehen wir mal hier hin. Schleicht einer rum. Achtung! Geh weg. Ja, jetzt mal in die Fresse. So. Gibt's nur irgendwen außer mir, der jetzt an System of a Down denken muss?
Nein, da mag ich nix.